So, da sind wir wieder bei Feuer. Ach, nicht Feuer mit der Nacht. Eroberung. Wigget. Wigget, welche Überraschung. So früh auf? Hallo, Doktor. Eigentlich wollte ich Sie etwas fragen, aber wie es aussieht, sind Sie derzeit wohl beschäftigt. Na, wo drückt dir denn der Pantoffel, meine Liebe? Ich habe doch immer Zeit für dich. Und was ist mit mir? Nehmen Sie erstmal diese Pillen. Sie werden Ihren Magen beruhigen und dann legen Sie sich erstmal für ein paar Stunden hin. Die strikte Bettruhe wird Ihnen gut tun. Das könnten Sie ja nicht ernst meinen. Ich habe doch noch so viel zu tun. Die Hausarbeit erledigt sich doch nicht von alleine. Wenn ich Ihnen sage, Sie sollen sich hinlegen, dann tun Sie das auch gefälligst. Ich bin hier die Ärztin, nicht Sie. Und jetzt ab nach Hause. Natürlich, Ma'am. Ich bin schon bei unterwegs. Ma'am, nicht mit Doppel-A geschrieben? Egal. Was kann ich denn nun für dich tun? Nun ja, ich weiß nicht genau, wie ich es sagen soll, aber in letzter Zeit habe ich so komische Träume. Ich kann kaum noch schlafen. Immer wieder sehe ich diese leeren Augen vor mir, die zu mir sprechen. Können Sie mir keine Pillen verschreiben? Du willst Schlaftabletten von mir? So etwas kann ich dir nicht einfach verschreiben. Du musst mir schon genau sagen, was dir fehlt. Solche Pillen können nämlich sehr gefährlich sein, wenn man sie falsch einnimmt. Vor allem bei Kindern in deinem Alter. Ja, können sehr gefährlich sein, aber das Kind läuft nur im Kampfmesser rum. Das weiß ich doch auch. Es ist nur so, dass ich mich in letzter Zeit nicht besonders wohl fühle. Ich verstehe. Du hast Angst, dass du die gleiche Krankheit bekommen könntest wie deine Mutter, richtig? Nun ja, also ich... Das muss dir nicht peinlich sein. Deine Angst ist jedoch völlig unbegründet. Du bist das gesündeste Kind, was mir bisher begegnet ist. Immerhin hast du die Stärke von deinem Vater geerbt. Vergiss das nie, Jungsfräulein. Ja, ich weiß. Aber es ist so, dass... Ich möchte, dass diese furchtbare Ungewissheit endlich ein Ende hat. Wie kann ich da noch ruhig schlafen, wenn ich weiß, dass meine Mutter in meinem Alter ihre ersten Anfälle bekommen hatte? Ach ja, du wirst ja morgen 12. Du musst dir deswegen doch keine Sorgen machen. Deine Mutter war von Geburt an kränklich, du jedoch nicht. Soweit ich mich erinnere, warst du noch nie krank. Das ist sehr außergewöhnlich. Mach dir also keine Sorgen, dich wird es sicher nicht treffen. In Ordnung, wenn sie das sagen. Dann sehe ich jetzt wohl besser, was Kara macht. Das soll ich schon wieder vor, zum alten Herrenhaus zu gehen, oder? Aber nicht doch. Wie kommen Sie doch darauf? Also, bis dann. So ein verlogenes Biest. Ich hoffe nur, dass ihr Schutzengel gut auf sie acht gibt. Ich sollte mir deshalb nicht zu viel den Kopf zerbrechen. Wahrscheinlich ist das nur eine kurzzeitige Phase. Jeder hat schließlich so einen schlechten Tag. Oder seine schlechten Tage. Die Mais. Ein mehr, die anderen weniger. Hast du etwa von Caro wieder eine Standpauke anhören müssen? Woher wissen Sie das? Man sieht es sofort an, mein Kind. Arschloch. Oh, Caro ist fertig. Was ist? Kommst du jetzt mit? Du willst da also tatsächlich hin? Klar. Oder was denkst du denn? In Ordnung, dann begleite ich dich eben. Immer diese Stimmungsschwankung. Du weißt auch nicht was du willst. Ach, sei doch nicht immer gleich so eingeschnappt. Ich kann dich doch schwer alleine in diesen Gefahren aussetzen lassen. Dieses Zelt, das ich gestern von einem Händler gekauft habe, wird uns bestimmt von Nutzen sein. Ich habe uns auch Proviant besorgt, damit wir nicht verhungern müssen. Das täte ich bloß ohne dich. Daher war ich schon extra vorgesorgt. Ach, deine Sachen finden da drin leicht Platz. Umso mehr wir mitnehmen, umso besser. In Ordnung, dann los. Warte. Ich warte?
mal. Du hast dich noch gar nicht zum Frühstück gegessen. Naja, ich habe heute nicht so einen Appetit. Ich kann ja während unserer Reise etwas essen. Ja, die hat vielleicht Nerven. Meinst du nicht, wir sollten wenigstens der Doktorin darüber informieren, dass wir fortgehen? Ach Unsinn, wir sind doch spätestens vor Nachteinbruch wieder hier. Das fällt bestimmt niemandem so schnell auf. Machst du Witze? Bei so einem kleinen Dorf würde man sogar die Husten eines Sandhüpfers wahrnehmen. Ach Ma, mach dir doch nicht so viel Sorgen darüber. Wir bekommen schon keine Schwierigkeiten. Also, auf geht's! Da sind wir wieder. Für dieses kleine Abenteuer möchte ich meine Schätze nicht verschwenden. Ja. Da ich das selber regeln kann, werden wir jetzt erstmal fortfahren mit dem Spiel. Oh, guck mal, der Soldat ist wieder da. Scheint ein gutes Material zu sein. Ob es ein Hieb eines Brückenwurfes aushalten würde? Tja, wer weiß. Ich denke, ich habe für alles gesorgt. Aber man kann nie wissen. Sicherheit geht vor. Haben Sie zufällig neue Waffen von meinen Händen? Schon, aber hauptsächlich Schwerter und Äxte, wobei ich mich frage, wozu die eigentlich brauche. Sind aus Tola frisch eingetroffen. Oh, kann ich einmal eins sehen? Ansehen ja, aber nicht anfassen. Dafür bist du viel zu jung, mein Kind. Och. Nee, nix kaufen. Naja. Anyway. Ich denke mal, wir gehen hier erstmal speichern und ich mache hier erstmal den Bug. Ich würde sagen, drei Parts. Ich muss noch was erledigen und wir sehen uns dann später wieder. Bis gleich. Später. Ihr wisst, was ich meine.